Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, in der letzten Folge haben wir ja den Burgfried hier befreit und haben die ganzen Soldaten dort drin vergiftet, weswegen unser Onkel gar nicht gut auf uns zu sprechen und er uns gefangen genommen hat. So, Kenji hat uns jetzt befreit und wir müssen jetzt irgendwie zu unserem Pferd und hier aus der Burg entkommen, damit wir uns im Norden mit der Yuna treffen können, um unsere Ausrüstung wieder zu erlangen und natürlich dann Jagd auf den Kahn zu machen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Sehr, sehr spannend und vor allem bin ich auch ziemlich gespannt drauf, wie es mit unserem Onkel weitergeht. Weil eigentlich wollte er uns ja adoptieren, aber naja, ich glaube, das sieht eher schlecht aus. Aber das werden wir uns jetzt alles anschauen. Mal schauen, was wir jetzt in der Folge alles erfahren. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like, Kommentar oder auch Abo da lasst, wenn es euch ein bisschen gefällt. Und ansonsten würde ich, ja, sagen, wir starten auf jeden Fall mal rein. Ich mache das Bildmachgerät an. Wenn es dann gehen würde. Ja, so jetzt. Technik. Okay. Verlasse das Gebäude. Wir schauen mal, ob wir hier rauskommen. Wir dürfen uns wahrscheinlich nicht erwischen lassen. Entkomme aus der Burg. Ich habe gehört, dass ihr heute Abend eine Rede steht vor dem Hauptgebäude. Dank dieses verdammten Geists. Wenn ich wüsste, wo es lang geht, ist ja nicht schlecht. Das ist kein Mensch. Da lang. Okay, kämpfen wir rüber. Vorne ist auch schon. Vorne geht's raus. Ah, okay, jetzt dürfen wir auch nicht sehen. Okay. Fürst Sakai ist geflohen! Sucht überall! Findet ihn! Sollen wir suchen helfen, mein Herr? Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Nord. Ihr beiden, sattelt auf! Der Rest von euch ans Tor! So ist gut. Schön ruhig bleiben. Ja,
ruhig. Ich bin's. Eieiei. Nach Kinn. Juna wartet auf uns. Das Pferd, ich glaube, dass das Pferd es nicht schaffen wird. Es geht in den eisigen Norden, Leute. Oh, unser armes Pferdchen. Ich konnte dich nicht beschützen. Akt 3, töte den Kahn. Grab eines treuen Freundes. Ach, sehr traurig. Das unser Pferd auch noch Butt. Nö. Mongolen. Juna. Sie haben alles verbrannt. Juna kann noch am Leben sein. Kenji sagte, Juna wäre beim... Oh, wir haben jetzt gar nichts, Mensch. Okay. Heiligen Baum. Ja. Das war der heilige Waffen. Baum, glaube ich. Ich muss mich versteckt halten. Erreiche den heiligen Baum, ohne gesehen zu werden. Okay. Kommen wir nicht lang. Gottes Willen, wie sollen wir das denn schaffen? Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Juna bald.
Okay, wir müssen warten auf jeden Fall, bis der da weg ist. Kommen wir hier niemals durch. Okay, muss die Patrouille schauen, wo die lang gehen. Irgendwie durch das Haus irgendwie durch müssen. Gott, wie soll ich denn da durchkommen? Ich kann ja auch keinen killen oder so. Kann ich vielleicht komplett außenrum? Dass ich gleich hier lang gehe. Alles voll. Ich schaue auch genau über meine Richtung. Schauen, ob wir da vielleicht oben irgendwie über die Dächer könnten oder so. Gibt es da irgendwie einen Weg? Schwierig. Hier müssen wir auf jeden Fall abwarten.
Sie sind natürlich komplett in der Klemme. Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald. Wie sieht mich denn jetzt hier? Ah, ja. Jetzt kommt Rio um. Den werde ich noch abwarten müssen da oben. Ich weiß auch nicht, ob ich hier unten lang gehen kann. Wir probieren es mal. Oh, es ist ein Kass. Okay, aber den Weg wissen wir jetzt schon einigermaßen. Aber wie geht's dort? Dann müssen wir da komplett rum um den Baum. Alter Schwede. Ich denke, wir hier rausgehen. Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald. Okay, also hier auf jeden Fall mal. Ich muss aufpassen, wo der eine, der Typ da hinten, der rennt gerade. Was probieren. Okay. Chiharu! Alter
Hier geht's nicht rein. Nicht hier. Doch diese Menschen. Sie waren schon ein Speicherpunkt. Versuche das Gebiet weiter. Boah. Blut. Doch keine Wunden. Ich scheine jetzt aber keine Soldaten zu sein. Mehr Dorfbewohner. Wodurch starben sie? Ihnen läuft Blut aus dem Mund. Riecht nach Wolfswurz. Sind die auch vergiftet worden? Mongolen wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Scheiße. Mukus, Martinik! Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Kann aber nicht schnell rennen. Scheiße. Komm schon! Lara, Gaul! Juna, bist du das? Oh, okay, sie hat mich gerettet. Sehr schön. Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben mein eigenes Gift benutzt. Woher haben sie es? Ich weiß es nicht. Aber sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Kien getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Khotun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste. In Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Okay, sammle die Ausrüstung ein. Ich muss Juna finden. Oh, endlich wieder. Schau, wo haben wir jetzt wieder alles? Ja, schaut gut aus. Sehr schön. Oh, schaut schon cool aus, ey. Juna in der Nähe des Aussichtsturms.
Pumpen voll. Da ist ein besserer Ausblick. Klettere hinauf und sieh hinüber zum Berg. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg. Die Yogaku-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Okay. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Was ist denn? Muss ich noch was gucken? Pferd. Auf der Flucht schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Kage. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Da kriegen wir doch mal ein anderes Pferd. Menschen aus Kin? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Ich konnte dich ihnen nicht überlassen. Mein Onkel brauchte einen Sündenbock. Und ich war seine erste Wahl. Er wollte mich nur beschützen. Gemäß seiner Pflicht vor dem Shogun. Ich ergab mich, damit du nach Norden fliehen und den Khan verfolgen konntest. Shimura ist sehr nah, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Als ich noch jung war, wurde Shimura mein Vater, mein Sensei, meine ganze Welt. Ich wollte ihn nie enttäuschen. Ich muss darauf hoffen, dass seine Wunde heilt. Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet. Doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir da unsere Festung aufschlagen oder unser Lager aufschlagen können. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspähen. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Begib dich zum gefrorenen See. Kann doch der hier sein. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder einen gefrorenen See. Okay, wir spähen mal. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Näher durch dem Eisfischerlager. Der Mund bei Starla. Leg dich hin und schlaf weiter. Die noch was? Schon gleich hier rein.
Nee, voll. Okay, dann gehen wir weiter. Ich gebe euch, was ihr wollt. Okay, ist noch einer? Bitte. Ich bin niemand. Sieht nicht so aus. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Ich sollte zurück zu Juna. Es funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Legen wir sie. Okay, schauen wir doch mal. Bin jemand ein bisschen vor dir mit? Pfeile, was haben die noch? Okay, hier wäre auch was gewesen. Hätte vielleicht beim Langbogen machen müssen. Yugaku-Tempel. Wir müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten ein. Kann man hier irgendwo rein? Hier schauen wir uns nochmal um. Leder. Okay. Okay, wie kommt man da hoch? Achso, hier lang, okay.
Kriegsherr und seine Wachen. Wenn er leidet, ergreifen sie die Flucht. Besiege den Kriegsherrn. Wir retten einmal. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Okay, sprich mit Yuna. Gibt es hier vielleicht noch Geschenke? Nee, gibt's nicht. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Hey. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto hat Shimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. Okay Leute, damit würde ich sagen, machen wir jetzt auch an der Stelle Schluss und schauen natürlich wie immer in der nächsten Folge, wie es weitergeht, ist ja ganz klar. Und wir können uns mal die Karte ein bisschen anschauen. Hier sehen wir noch nicht viel, sind aber ziemlich weit oben. Jetzt sieht man, dass wir uns dann hier runterarbeiten werden. Aber was ist hier? Warum ist das alles ausgegraut? Im Exil ist eine Schnellreise nicht möglich. Wupp. Okay, wir haben hier unten sogar noch ein Fragezeichen. Hier ein Fragezeichen. Die waren vorher aber noch nicht da. Okay. Na gut, dann müssen wir mal schauen, wie lange wir im Exil sind. Gut, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ansonsten viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.